Ich wünsche dir, dass du sehr, sehr glücklich wirst. Pünktlichkeit ist die Tugend der Könige. Aber mit korrektem Benehmen, da haben sie es ja nicht so. Und das Geld? Sie brauchen nicht nachzählen. Die Summe stimmt. Davon überzeugen Sie ja selbst. Ach Gottchen, beim Geld werden wir auf einmal überkorrekt. Für ihr Alter sind Sie noch ganz gut in Schuss. Ich bin immer auf der Suche nach hübschen Mäuschen. Oh, ein verlockendes Angebot. Aber er friert die Hölle zu. Ja, mal schade. Man sieht sich. Ich denke nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn Sie diese Nummer hier nochmal abziehen wollen, vergessen Sie es. Dies hier ist das erste und das einzige Mal, dass ich Ihnen Geld zahle. Lassen Sie Poppy in Ruhe. Oder ich zeige Sie wegen Erpressung an. Wenn sich bei den Bullen verpfeifen, ist Ihr Schwester jetzt auch dran. Wollen Sie es wirklich auf einen Versuch ankommen lassen? Halten Sie sich von Poppy fern. Oder Sie erleben Ihr blaues Wunder. Solfeld and Fox für den Herrn Bürgermeister. Herrgott, Alfons, habe ich gesagt, dass Sie hereinkommen können. Entschuldigung, ich habe gedacht, das könnte wichtig sein. Ja, ist ja schon gut, tut mir leid. Geht's Ihnen nicht gut? Doch, doch. Alles bestens. Reine Prophylaxe. Sie wissen ja, Männer in unserem Alter. Herr Werner? Ach, hallo, Herr Sonnbichler. Hallo? Ich habe Mittagspause. Wollen wir was zusammen unternehmen? Ja, gerne. Ich muss nur noch mit Alfons etwas klären vorher. Treffen wir uns später am Pferdestall? Gerne. Bis später. Ihnen geht's ja doch nicht gut. Doch, doch, Alfons, alles bestens. Sagen Sie mal, könnte das vielleicht sein, dass Ihr Blutdruck gerade durch die Decke schießt, weil... Alfons, zu niemandem ein Wort, auch nicht zu Ihrer Frau. Hallo. Ich habe den Ring wieder zurückgebracht. Es tut mir ehrlich leid, dass ich ihn nicht behalten konnte. Jetzt auf einmal. Mir ist völlig klar, dass es dich verletzt. Aber glaub mir, mir macht's auch keinen Spaß, ständig verliebt vor Niklas rumzukaspern. Das machst du aber relativ überzeugend. Ja. Ich bin eine gute Schauspielerin. Bisschen zu gut für meinen Geschmack. Du musst nicht eifersüchtig sein. Wer weiß es. Ich habe mein Putzzeug vergessen. Sagt man so schön, wenn alte Scheunen brennen, dann tun sie es lichterloh. Also, ich muss auch sehr bitten, ja? Ja, Entschuldigung, aber ich kann sie ja sogar verstehen. Poppy Schweizer ist eine sehr attraktive junge Dame. Ja, das ist sie. Sie hat einfach etwas, ja, Bezauberndes, Mitreißendes. Völlig Unkonventionelles. Ja, und in ihrer Gesellschaft fühlt man sich selber auch jung und lebendig. Ja. Was soll sie mit so einem alten Knacker wie mir? Also, das haben jetzt Sie gesagt.
Können Sie sich das Gerede vorstellen, wenn ich mit ihr durch Bichleim spaziere? Seit wann interessiert Sie, was die Leute denken? Aber mich interessiert, was ich denke, Alphons. Ich habe früher mal die alten Geldsäcke verachtet, die sich mit jungen Frauen schmücken. So einer wollte ich nie werden. Ja gut, meine Frauen und Freundinnen waren immer jung. Oder jünger als ich. Aber nie so jung. Ja, und was ist mit der Charlotte? Charlotte wird immer die große Liebe meines Lebens bleiben. Und Poppy Schweizer vielleicht die letzte. Ich bin für sie eine Art Vaterersatz, ein guter Freund, ein Beschützer mir nicht. Sie wollen ja gar nicht sagen, was Sie für sie empfinden. Wo denken Sie hin, Alf? Natürlich nicht. So wie es ist, ist es recht. Warten Sie. Was Sie da eben gesehen haben, der Kuss hatte nichts zu bedeuten. Ja, für Sie vielleicht. Aber Sebastian ist wirklich in Sie verliebt. Ja, ich weiß. Und das tut mir auch wirklich leid. Abgesehen davon, dass Sie Niklas hintergehen. Wieso machen Sie meinem Bruder falsche Hoffnungen? Sebastian ging es nicht gut. Ich wollte ihn trösten. Das hat er irgendwie missverstanden und mich plötzlich geküsst. Ach, es hat genauso ausgesehen, als wäre es Ihnen unangenehm gewesen. Was wollen Sie eigentlich, Patricia? Zurück zu Sebastian oder doch Niklas? Oder können Sie sich einfach nicht entscheiden? Das verstehen Sie nicht. Dieses doppelte Spiel, was Sie mit Niklas abziehen, ist wirklich eine miese Nummer. Das sagen ausgerechnet Sie, die Frau, die sich für eine andere ausgibt. Packen Sie Ihre Moralkeule mal schön wieder ein. Selbst wenn ich mit Niklas zusammen wäre und eine Affäre mit Sebastian hätte, an Ihr Niveau käme ich auch dann noch nicht ran. Warum bist du nicht im Fürstenhof? Ich habe den Brief von meiner Mutter ins Altpapier getan und jetzt ist er weg. Gott, ich hätte ihn sofort lesen sollen. Ich hätte einfach auf dich hören sollen, einmal. Jetzt werde ich nicht wissen, was meine Mutter mir sagen wollte. Als ich mich selber. Ich liebe dich. Soll ich in dir vorlesen? Dann muss ich allein durch. Ich lese ihn heute Abend. Kleine Geigenfrist, die brauche ich noch. Außerdem bin ich sowieso viel zu spät dran und das geht jetzt. Komm. Ich finde es toll, dass du dich mit deiner Mama auseinandersetzt. Ja. Irgendwann muss ich das Kapitel hier abschließen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hildegard? Ja. Alfons! Ah, Hildegard! Kommst du gerade mal mit? Ich will mal ins Gewächshaus nach meiner schönen Minze sehen. Ja, ich wollte sowieso gerade Pause machen. Ah, klasse. Du und deine Pfirsichminze. Sie duftet doch so schön. Ach ja. Oh! Da ist aber nicht mehr viel da, was noch duften könnte. Ach, das gibt's doch nicht. Heute Morgen waren da noch alle Blätter dran. Vielleicht hat der Herr Stahl sie ja abgeerntet. Mein Chef? Ach,
Ach, das glaube ich nicht. Da hätte er doch was gesagt. Außerdem erntet man Minze mit der Hand und Blatt für Blatt und nicht so. Weißt du, an was mich das erinnert, Hildegard? An die große Wiesen von Bernheimer, Edi. Die schaut auch immer so aus, wenn die Schafherde drüber klappen. Dann hat er die Viecher wahrscheinlich durch unser Gewächshaus gejagt. Ja, mei, dann müssen wir halt jetzt noch mal eine pflanzen. Da haben wir jetzt schon Übung drin. Wird uns ja wohl gar nichts anderes übrig bleiben. Aber erst nach der Pause. Komm, setz dich ein bisschen her. Was ist sowas? Machst du was von meinem Kaffee? Ja, danke. Na, du Satansbraten. Hast du mich vermisst? Das ist Tiziana, mein Liebling im ganzen Stall. Stellen Sie sich mal vor. Hi, Poppy. Angenehm. Sind Sie schon mal geritten? Nicht wirklich. Also, ich hatte mal ein Schaukelpferd. Aha, soll ich Ihnen beibringen? Ich hab's nicht so mit großen Tieren. Also, große Spinnen sind natürlich schlimmer als große Pferde, aber das da kann mir ja auf den Kopf spucken. Ja, Respekt ist schon angesagt im Reitsport, vor allem als Neuling. Aber Angst müssen Sie keine haben. Ja, das sagen Sie. Bei meinem ersten Geländeritt bin ich abgeschmissen worden, konnte fast eine ganze Woche lang nicht mehr richtig sitzen. Das war aber dann kein nettes Pferd. Es lag nicht am Pferd. Ich habe mich einfach überschätzt. Sie haben mir zu viel zugetraut. Ich glaube, wir lassen das lieber mit dem Reiten. Sonst breche ich mir noch irgendwas und dann kann ich keine Kurse mehr geben. Nein, so weit muss es ja nicht kommen. Wissen Sie, Poppy, in der Beziehung zu einem Pferd ist es wie in einer Beziehung zu einem Menschen. Es kommt auf die richtige Wellenlänge drauf an. Dann passen Tiziana und ich nicht zueinander. Meine Welle ist nämlich länger als Ihre. Poppy, Sie sind unbezahlbar. Ja, für Geld bin ich nicht zu haben. Nein, das habe ich auch nicht so gemeint. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal die anderen Pferde. Vielleicht finden wir ein Pferd, das zu Ihnen passt. Mit Brünetten kann ich aber wirklich nicht so. Wir haben auch noch andere Pferde. Ich bin nicht wie Patricia. Wenn ich Sebastians Leben retten will, muss ich weiterhin verschweigen, wer ich wirklich bin. Warum treibt Patricia ein falsches Spiel? Ob ich Niklas von dem Kuss erzählen sollte? Ich kann ihn doch nicht ins offene Messer laufen lassen. Aber dann wird Patricia sich garantiert rächen und ihm verraten, dass ich gar nicht seine Schwester bin. Und Sebastian wird sterben. Ich bin jetzt schon ganz verliebt in Pusteblume. Wir haben auch richtig gut harmoniert. Hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Na Gott sei Dank nicht. Das ist tatsächlich jetzt ein Veilchen. Obwohl mein Hintern, der tut so weh wie eine ganze Veilchenwiese. Ach, das wird bald besser. Versprochen? Großes Indianer Ehrenwort. Im Fernsehen sieht's immer so einfach aus. Hopp, rauf aufs Pferd und los geht's. Von wegen. Kein Sport ist so anstrengend wie der Reitsport. Noch nicht mal ihr Bauchbeine-Po-Kurs. Stimmt. Letztens beim Training habe ich mich schon über ihre Ausdauer gewundert. Jetzt weiß ich's. Ja, Reiten hält fit. Ja, Sie sind ganz schön gut in Schuss für Ihr Alter. Ach was? Ja, das ist nicht nur mir aufgefallen. Die Mädels aus meinem Kurs, die haben auch ganz schön große Augen gemacht. Mich mal in Ihrem Alter sehen sollen. Ach, da hätten Sie mir auch nicht besser gefallen. So wie Sie sind, sind Sie genau richtig. Oh, ich glaube, es fällt bald an zu regnen. Wir sollten uns beeilen. Stimmt. Kühl ist es auch geworden. Bringen Sie mal besser ins Warme. Kommen Sie. Ach, Herr Werner, wenn es Sie nicht gäbe, müsste man Sie glatt erfinden. Ja, das ist aber nett gesagt. Professor, guten Abend. Könnten Sie bitte meinen Wagen parken lassen? Selbstverständlich. Parken Sie bitte das Auto vom Herrn Professor. Übrigens soll ich Ihnen von Ihrer Frau ausrichten, sie ist im Wellnessbereich.
Danke Ihnen. Danke. Schönen Abend. Bitte sehr. Der Gast aus dem Magnolienzimmer, der checkt morgen relativ früh aus. Sind Sie, gleich, Herr Legert. Sind Sie bitte so nett, machen Sie die Rechnung schon. Ich werde es sofort erledigen. Genau. Du komm doch bitte mal. Herr Legert, es ist lieb von dir, dass du mich abholst, aber ich kann noch nicht. Ja, aber du musst mir helfen. Wobei? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, herauszufinden, was aus meiner Minze geworden ist. Ja, und? Nix. Keiner weiß was, die in der Küche nicht und die anderen auch nicht. Naja, wir haben ja jetzt neue gepflanzt und gut ist. Nein, Alfons, das reicht mir nicht. Ich will nicht warten, bis die da wieder abgerupft ist. Niklas Stahl braucht die Minze für seine besonderen Gerichte. Ja, und ich will wissen, wer sie geklaut hat. Und wie willst du das jetzt rausfinden? Ich habe hier was mitgebracht, und zwar für uns. Bisschen was zu trinken, was zu knabbern und was Warmes. Und wir lauern dem in dem Gewächshaus auf. Hildegard, das ist doch ein Blödsinn. Das bringt doch nichts. Na, das werden wir schon sehen. Hildegard, verstecken in einem Glashaus. Trotzdem. Meine liebe Cornelia, nun haben wir so lange nichts mehr voneinander gehört. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Entzug zu machen. Und ja, ich bin inzwischen trocken. Ich habe sogar noch mal geheiratet. Leider ist Gerhard vor kurzem gestorben. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber trotzdem bin ich standhaft geblieben. Kaum vorzustellen, hm? Ich wünschte, ich hätte früher die Kraft gehabt, dem Alkohol abzuschwören, dann wäre ich dir eine bessere Mutter gewesen. Ich weiß, dass meine Zeit bald abgelaufen ist. Solltest du diesen Brief von meinem Anwalt erhalten, bedeutet es, dass ich zu Lebzeiten leider nie den Mut hatte, dich um Verzeihung zu bitten. Es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe, mein Schatz. Ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich bist. Vielleicht kann das, was ich dir hinterlasse, ein wenig dazu beitragen. In Liebe, deine Mama. So, jetzt muss die Hasenschulter noch 10 Minuten im Ofen bleiben, dann ist sie perfekt. Dazu gibt's Mascarpone und Mangopüree. Eine ganz neue Kreation von mir. Das klingt wirklich toll. Das ist toll. Ja, probier mal. Mm. Ich weiß. Dann warte mal, bis du meine Salmorejo-Soße dazu probiert hast. Das ist eine Explosion für die Geschmacksnerven. Ist alles okay? Ja, alles bestens. Patricia, hi. Dauert nicht mehr lang, ich beeil mich. Ich mich auch. Bis gleich. Entschuldige, was ist los? Ich
Ich weiß einfach nicht, ob Patrizia die Richtige für dich ist. Ach komm, das Thema hatten wir doch schon. Ja, ich weiß, aber... Was? Wegen Sebastian. Ich glaube, zwischen ihm und Patrizia läuft noch was. Wie bitte? Fleißig, fleißig. Ja, ich mache ein bisschen sauber. Gehört ja auch dazu. Ja, das ist sehr lobenswert. Herr Heinemann hat es in letzter Zeit ja nicht so mit der Ordnung. Wenn jemand stirbt, den ich geliebt habe, würde ich auch nicht aufräumen. Was machen Sie überhaupt hier? Training ist morgen erst wieder. Sehe ich so aus, als wollte ich Sport machen? Nein, wir zwei sollten uns doch noch mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Ich hatte heute eine sehr aufschlussreiche Unterhaltung mit einem gewissen Harald Brockmann. Und der hat mir freundlicherweise das hier überlassen. Das ist ein handschriftlicher Brief von Ihnen. Hallo, Briefgeheimnis? An einen gewissen Boris Mironow. Darin verpflichten Sie sich, gegen eine Zahlung von 10.000 Euro eine Scheinehe einzugehen. Zahlung schreibt man übrigens mit H und die Appositionen werden durch Kommata getrennt. Von Apo-Dings, da habe ich noch nie was von gehört. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ist doch ganz einfach. Wenn dieser Brief in die falschen Hände gerät, dann landen Sie im Gefängnis. Geben Sie. Nein, nicht so eilig. Ja? Ich würde mich ja durchaus überreden lassen, den Inhalt dieses Briefes zu vergessen, aber dafür müssten Sie mir einen kleinen Gefallen tun. Herrn Werner ausspionieren? Finden Sie heraus, woher das Geld stammt. Und wir vergessen das Ganze. Andernfalls landet dieser Brief bei der Staatsanwaltschaft. Hast du irgendwas gegen Patrizia in der Hand? Irgendein Beweis für deinen Verdacht? Nein, es ist nur eine Vermutung. Verstehe. Was erwartest du jetzt von mir? Soll ich mich von Patrizia trennen, nur weil du Gespenster siehst? Nein, ich will doch nur, dass du auf dich aufpasst. Ja, vielen Dank, dass du dir Sorgen machst, aber ich bin schon groß. Niklas, bitte. Ich will einfach nicht, dass sie dir wehtut, okay? Sophie, egal, was wir zwei füreinander empfinden, wir werden niemals zusammen sein können. Also spar dir deine Eifersucht. Je eher du akzeptierst, dass Patrizia und ich zusammen sind, desto besser für uns beide. Niklas, warte! Sind dann Giovanni lieber? Ich liebe italienisches Essen. So eine Pizza ist immer was Feines. Du sag mal, die sind alle weg. Bis auf den letzten Stängel. Das darf doch nicht wahr sein. Was für ein Saukerl macht denn sowas? Du, vielleicht ist das ja gar keiner auf zwei Beinen. Freunde sind sehr wichtig. Ich kannte auch mal einen Georg. Der war ganz nett, aber wir haben nicht so ganz so viel telefoniert. Frau, Frau Schweizer, warum sind Sie hier? Ich weiß jetzt, woher der Herr Werner sein Geld hat. Hast du Friedrich und Sophie gesehen? Nein. Aber hoffentlich ist ihnen nichts passiert. Wir müssen hier raus. Ich trinke erst mal ein Glas Rotwein. Sag mal, bist du verrückt? Es brennt! Keine Panik!